Was geht ab, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zum schon vierten Part der Silvester-Vorfreuden-Reihe. Und ja, wir haben heute den vierten Beutel am Start und wie in der letzten Folge schon beschrieben, die ging ja nur 5 Minuten irgendwas, überraschenderweise muss ich sagen. Und ja, dann habe ich mir gedacht, beziehungsweise ich habe es ja schon reingeschrieben, der nächste Part wird mega krass doppelt so lang. Irgendwie, auf jeden Fall habe ich gesagt, eskalieren wir da auf jeden Fall nochmal. Und habe jetzt hier einen XXL-Beutel. Ihr seht, der ist schon mal fast doppelt so viel gefüllt wie sonst. Statt 2 Raketen haben wir jetzt hier 4 Raketen. Ich kann euch die auch nochmal kurz zeigen. Wir haben hier die Diamond-Rakete in Blau. Letztes Mal war sie ja in Rot. Dann haben wir hier die Panda Purple Wave. Die hatte ich schon mal in meinem Video. Ich weiß nicht, vor 3-4 Wochen oder so war das. Hatte ich immer einzeln getestet. Die hatte sogar einen Zerleger. Dann haben wir hier die Rainbow-Rakete von Vico. Das ist leider eine Schüttrakete. Aber dafür nochmal eine richtig schöne Rakete. Und zwar die Blue Star von Panda. Mal sehr gespannt, ob die auch blaue Sterne hat. Dann haben wir hier noch ganz viele andere Sachen wie Hornissen, dicken Vogel hier vom Panda aus dem Bienennest-Set, Space Sound Raketen, ganz viele verschiedene Böller, Bopi bis Veko, Nico. So, und dann haben wir hier noch an der Seite ein paar Sachen, die Crash Einzelschuss, das haben wir ja letztes Mal bei der Vollwerksmischung vergessen, somit habe ich die jetzt hier mit reingepackt. Dann haben wir noch einen Flashing Thunder von Veko, eine ältere Rakete. Ist eine Schüttrakete, ich weiß auch gar nicht, gerade vom Feißel ist sie. Und ja, die habe ich geschenkt bekommen vom Fabian, Grüße an dich, gehen raus. Und ja, noch ein paar einzelne Böller hier hinten, ihr seht es ja, auf jeden Fall viel zu viel Sachen. Könnte wieder ein Überlänge-Video sein und ja, ich freue mich auf jeden Fall, diesen schönen Beutel zu zünden. Und schreibt mal in die Kommentare, was mich sehr interessieren würde, wie viel Geld würdet ihr ausgeben, wenn ihr den Beutel im Laden sehen würdet? Und ja, ich würde so 10 bis 15 Euro oder so ausgeben. Ich meine, so eine Vielfalt gibt es ja eigentlich so gut wie nirgends. Mit verschiedenen Marken gibt es eigentlich nicht. Aber okay. Gut, dann zünden wir dieses schöne Ding. Ich habe übelst Vorfreude, Leute. Es sind nur noch wenige Tage bzw. Wochen. Und ja, wir gehen jetzt raus, Freunde. Viel Spaß. Ich hab das Mikro nicht an. Nein. So, wir sind jetzt draußen. Wir haben das Mikro vergessen einzuschalten. Wieso sage ich wir? Wir haben heute einen Kollegen dabei. Und zwar Pyromanik, ich bin dabei. Jawohl. Und wir haben, keine Sorge, nur einen Böller gezündet. Und dafür wird auch noch was anderes kommen als Entschädigung, keine Sorge. Die, was war das gerade nochmal? Hornisse vom Panda habt ihr gerade noch kurz gesehen oder gehört. Und dann machen wir jetzt mal die Space Sound Raketen von Keller. Ja, wenn wir durchrutschen, aber nicht gehen so. Wow. Genau auf mich. Es war so klar. Hey, was ist denn da passiert? Ich weiß nicht. Das ist abgefallen oder so. Also, ah, okay. Ja, kann sein vom Transport irgendwie. Steck mir das Ding am besten ganz rein, oder? Ja, probieren. Die zweite. Ja, und eine können wir doch noch machen, weil die gerade so gefailt hat. Ja, wir haben noch einiges vor. Das ist ja auch die XXL-Version, die letzten beiden Folgen. Ich glaube, das ist nicht fachgerecht. Ach, egal. Das ist ein bisschen kurz. Das ist die letzte? Ja. Ja, sehr nice. Schöner Artikel. Mhm. Und ja, die Bombenrohre machen wir, denke ich, auch noch im Dunkeln. Raketen so oder so. Haben wir aber jetzt hier noch zum Beispiel die Superbälle 1 von Nico. Von Bopi. Und können wir jetzt, denke ich, auch nochmal machen.
Das sind aber schöne Geräte. Ja, so richtig dicke Würste hier. Ja. Okay, sehr laut. Ein Raketentreiber. Dafür war der umso lauter. Und da unten haben wir jetzt auch noch zwei Böllerartikel. Achso, und hier auch noch. Hier haben wir noch Pyro-Art-Treiber. Genau. Können wir jetzt mal direkt machen. Ja. So, los geht's. Das ist typische Braun von Pyro-Art. Yeah. Aus Videos nicht so laut. Naja. Also da gibt es schon deutlich lautere Reiber. Und dann hier die Beböller von Nico. Ist auch schon dreckig. Fingernägel sind das A und O in der Pyroszene. Nochmal. Sollen wir alle verknallen? Mach mal drei Stück oder so. Okay. Die anderen drei können wir in einem Stern machen. Auf einmal. Ja, die hatten schon. Ja. Ja, für Beböller. Und die letzten drei können wir auf einmal probieren. Wird schon klappen. Jawohl. Nice. Nice. Und zum Schluss die China-Böller D von Vico aus dem Hunan-Set. Das Hunan-Set habe ich ja schon getestet, war eigentlich ganz in Ordnung. Umso gespannt bin ich jetzt, ob die das Niveau halten konnten. Wenn ja, kaufe ich es mir vielleicht dieses Jahr nochmal. Boah, die waren schon echt nicht schlecht. Ja, die hatten auch gerade schöne Funken gehabt. Komm, machen wir sie alle. Warum nicht, ne? Ja. So geizig sind wir heute nicht drauf. Oh. Also der war zum Schluss nochmal richtig krass. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Leuchtfeuerwerk. Den Flashing Thunder, die Crash, Einzelschuss, Bombette und die 5 Raketen. Und den Moskito. Den Moskito können wir eigentlich jetzt noch machen, oder? Ja. Ist ja kein Leuchtfeuerwerk. Keine Bäume über uns. Ah, passt schon. Einfach hinwerfen. Oh jo, dann aber ein bisschen weiter weg. Geil. Zum ersten Mal gerade gezündet, ey. Mega gut. Da kann man runter. Ja. Und das machen wir dann im Dunkeln. Bis gleich. So, und jetzt die vermisste Bombette Crash Einzelschuss, was ich im letzten Mal vergessen habe. Los geht's. Ist die aus? Die ist aber schon ziemlich weit reingebrannt. So, jetzt mit Hilfsmitteln sollte es doch funktionieren. Denke ich mal auch. Mega geil. Ist aber niedlich explodiert, ja, ne? Aber geil. Ja. Unnormal. Krass. Die Crash habe ich mir 4-mal dieses Jahr bestellt. Nice. So, und jetzt der Flashing Thunder von Vico. Ja. Sogar nur ein Salutknall. Der Knall? War eigentlich ganz gut. Vor allem, das ist nicht der Big Flashing Thunder, sondern der normale. So, dann kommen wir jetzt endlich zu den Raketen aus dem bunten Raketenbeutel. Let's go. Schauen wir da, die Diamond in Blau. Red steht da. Na, also Effekt Red. Echt? Ja. Aber sehr schlau dann die Blau zu machen. Ja. Die ist uns letztes Mal im Boden stecken geblieben. Die ist uns letztes Mal
im Boden stecken geblieben. Manche können sich erinnern. Kann ja mal vorkommen. Wow. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich sag's gerade noch. Wir haben hier, also ich kann euch das gerne noch mal zeigen, ein Abschussrohr, was definitiv safe ist. gerade wegen letzten Mal. Und wieder die gleiche Rakete ist uns stecken geblieben. Hier liegt sie. Machen wir weiter mit der einen Schüttrakete, die Rainbow von Rico. Suchen sie schon nach uns. Boah, das fand ich schön. Ja. Und da glühen immer noch manche. Dann haben wir jetzt noch zwei Stück, die Panda Blue Star, auf die bin ich gespannt, und dann haben wir noch eine Panda Rakete, und zwar die Red Wave, die haben wir ja schon mal getestet in einem Einzelvideo. Achso, und da ist noch eine. Genau. Das ist diese Monkey Rakete oder so von Feistel. Ja. Mit diesen zwei Stäben finde ich auch cool. Ja, stimmt. Und die können wir ja mal als erstes machen. Ich probiere die mal irgendwie. Nicht, dass die uns auch noch stecken bleibt. Ganz vorsichtig. Hoffen wir. Da war jetzt auch gar kein Effekt irgendwie zu sehen. Das ist einfach nur rot aufgeleuchtet damit, ne? Ja, habe ich gar nicht gesehen irgendwie. Weil ich habe nur auf die Kamera geguckt. So, und dann haben wir noch zwei Zerlegerraketen. Das sind nämlich Zerlegerraketen. Man mag es kaum glauben. Panda-Raketen. Die Red Wave als erstes. Schön. Was aus den kleinen Teilen rauskommt, immer wieder krass, krass. Und als zur letzten Rakete aus dem schönen Beutel, die Blue Star vom Panda. Krass. Ich sag dir, Panda-Raketen sind ultra krass. Die sind mega und die sind so klein und aus denen kommt Sachen raus. Also ich sag euch, wer kein Norma hat und keine Mikroraketen sich kaufen soll, ist Panda auf jeden Fall die zweitbeste Lösung. Besser als Weko oder jeden anderen Scheiß. So Freunde, damit verabschiede ich mich aus dem Video. Haut rein und ciao.